Grad hat's richtig scheppert in der Innenstadt. Erwischt hat's wieder mal ein mit dem Motorrad. Das ist ja viel schöner, weil da sieht man mehr. So schnell kannst du gar nicht schauen, da rennen schon von alle Seiten her. Hurra Unfall, du, da hat's ein zerlegt. Hurra Unfall, du, da hat's ein zerlegt. Hurra Unfall. Und dann geht's Gedränge los, dass einmal ja, nixen geht. Der schaut nicht mehr gut aus, du. Den hat's ganz schön gebarzt. Ob's den nochmal hinbringen? Das glaube ich nicht. Du, und jetzt den Tony Sanitäter daherkommen, hey, glaube ich, spielen, du. Wir waren zuerst da, oder? Hindarsteller! Es ist auch toll, wenn es in einem Hochhaus brennt, wie da drin dann alles durcheinander rennt. Vom 9. Stock springt einer aus dem Fenster raus, und wenn er Sprung durchtrifft, kriegt er unten einen Wahnsinnsapplaus. Ja, so ein Großbrand, das ist eine heiße Sach. Ja, so ein Großbrand, das ist eine heiße Sach. Ja, so ein Großbrand. Du, da ist so richtig Spannung drin. Schau hier, da oben winken zwei vom Dach. Ja, für den Kari. Hat's eine Sauhitz da oben. Die Flamme haut's raus, ein Wahnsinn. Brutal. Am Perlach drob steht einer mit der Sprungabsicht. Ein Fachmann drunter kennt sofort. Der scherzt nicht. Die Gaffe bilden drauf, wie gleich ein Wettbüro. Und die wetten, dass er springt. Die stehen gerade bei 10 zu 2. Bei so einem Selbstmord, da brauchst du Engels Geduld. Bei so einem Selbstmord, brauchst du eine Engels Geduld. Bei so einem Selbstmord. Da ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn er beim Sprung im Fangnetz hängen bleibt. Ach, so ein Schmarrnder. Wer hat denn das wieder gebaut? Da stehst du eine halbe Stunde da, verstehst du, dann passiert überhaupt nichts. Nächstes Mal geh ich gleich wieder heim. Ach, ist doch ein Sparer, oder? Typisch Augsburg. Hurra Unfall, du, da hat's ein zerlegt. Hurra Unfall, du, da hat's ein zerlegt. Hurra Unfall. Und dann geht's Gedränge los, dass einmal ja, nix entgeht.